girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. I'm a spray. Hi Leute, normalerweise würde ich eine andere Begrüßung machen, aber es geht für mich privat um ein sehr, doch für mich spezielles Thema und es betrifft eine Frau, mit der ich vor kurzem zusammen war. Ich werde nur ihren Vornamen nennen, der sicherheitshalber. Wie ihr alle wisst, war ich vor kurzem noch vergeben, verlobt. Und ja, es ging mir eigentlich darum, ich hatte vor jetzt 6 Tagen, hatte ich heftige Migräne und konnte halt, wie gesagt, nicht wirklich die Nacht schlafen. Ich habe zu ihr gesagt, also in der Früh hatte ich dann einen Termin, das hat noch alles gepasst. Da habe ich mich wie immer bei ihr, oder bei dir muss ich ja sagen, Lea, weil es geht ja um dich. Wie gesagt, hatte ich mich bei dir ja noch gemeldet und habe gesagt, hey Schatz, wie geht's dir? Und dann hast du gesagt, ja, alles gut und dass du noch duschen gehst und bla bla bla. Dann hatte ich kurz danach, nach meinem Termin, Migräne. Und zwar richtig heftig und ich habe mich dann schlafen gelegt. Ich habe dann auch geschlafen, da bin ich wach geworden. Wie ich es immer mache, schaue auf Insta, schaue auf Facebook, schaue auf Twitter, wo was ist und wie was ist. Und auf jeden Fall war es dann auf jeden Fall so, dass du mich überblockiert hast. Ohne Begründung, ohne irgendwelche Worte, ohne ordentliches Backup. Wo ich mir schon gedacht habe, so, was habe ich falsch gemacht? Ich habe, glaube, 2,5, fast 3 Tage versucht, dich zu erreichen. Per SMS, per Anruf und Dings. Das Einzige, was du zurzeit imstande bist zu tun, ist mich wegzudrücken. Und du weißt, dass Anrufe nach Deutschland nicht gerade billig sind und ich trotzdem keine Kosten und Mühen gescheut habe, um versucht, dich zu erreichen. Auf jeglichen gängigen Plattformen wie WhatsApp und hast du mich rigoros versetzt. Deswegen versuche ich es jetzt definitiv auf diesem Weg. Ich weiß nicht, ob es was bringen wird. Ich weiß nicht, ob es was jetzt noch ob du mir noch zuhören wirst, keine Ahnung, aber ich auf jeden Fall bin mir definitiv keiner Schuld bewusst. Weder, dass ich irgendwie, ich habe dich weder beschissen, noch sonst irgendwas gemacht. Ich habe auch nie Mist über dich erzählt. Deswegen verstehe ich es nicht. Du wirfst 2 Jahre Beziehung von heute auf morgen weg. So als wäre ich irgendein Gegenstand, den du für Geld gekauft hast und jetzt kein Interesse mehr hast. Leute hatten mir nicht abgeraten, das Video zu machen, weil, na wie gesagt, es könnte schlecht ausgehen. Es ist mir jetzt gerade relativ, ich will dich nicht schlecht machen, Lea, partout nicht. Du bist wirklich eine sehr, sehr schöne Frau und auch sehr gute Frau gewesen zu mir und auch sonst immer recht korrekt und auch mitfühlend. Das will ich dir gar nicht absprechen, aber mich einfach so wegzuwerfen wie einen Kaugummi, der ausgelutscht ist, sowas finde ich schon, sorry, den Vergleich, aber das passt gerade zu meiner Situation. Du brichst Männern oder Jungs die Herzen nach der Reihe und sagst, das Lustige ist, eine Nacht davor sagt sie noch, sie wird mich lieben bis ins Grab. Und jetzt ist Funkstille. Von jetzt auf gleich, von heute auf morgen. Das ist wieder eine Sache, die mir wiederum nicht eingeht. Warum eigentlich? Wenn ich mich wenigstens irgendeinen Fehler gemacht hätte, dann hätte ich es ja wenigstens eingesehen. Dann könnte ich ja wenigstens drüber philosophieren oder sagen, okay, das ist meine Schuld gewesen. Aber von heute auf morgen einfach zu sagen, so, ja, nee, passt nicht mehr und tschüss. Vor allem noch nicht mal den Anstand zu haben. Das ist nämlich die Übel. Du hättest ja keine Videonachricht machen müssen. Aber zumindest eine Sprachnachricht, wo du es erklärst. Aber mich von heute auf morgen einfach blockieren und aus dem Leben zu kicken.
Ich habe dir, und das habe ich von Anfang an gesagt, wenn du jemand anders kennenlernst, der besser ist als ich, jünger als ich oder was auch immer, oder vielleicht besser in deiner Nähe ist, der vielleicht besser zu dir passt, dann sag mir zumindest Bescheid. Ich habe nicht viel verlangt, sondern nur das. Ist das vielleicht dezent, wenn du jemand Besseres findest? Du hast die ganze Zeit gesagt, nein, da ist niemand, nein, da ist niemand. Und dass ich jetzt etwas pisst bin, sei mir nicht böse, aber ich glaube, du wärst auch pisst gewesen, wenn ich jemand anders gefunden hätte und dich von heute auf morgen blockiert hätte. Vor allem ohne Grund. Ich habe dir nicht dazu geraten, dass du dich rettest. Du hast es von dir aus gemacht. Ja, ich komme mit dem Thema. Ja, es ist unfair, es jetzt in der Öffentlichkeit breit zu treten. Ja, ist es. Aber ich habe nur als kleines Beispiel die ganze Zeit zu dir gehalten, egal was war. Ich habe dir verziehen, als du das erste Mal mich versetzt hast. Ich habe dir verziehen, als du das zweite Mal mich versetzt hast. Ich habe dir verziehen, als du das dritte Mal mich versetzt hast. Du hast mich dreimal hängen lassen. Na, das erste Mal wollte ich sogar zu dir kommen. Da waren die Tickets sogar schon bestellt. Ich habe sogar das Hotel sogar schon gebucht gehabt. Übrigens, das von der Zugfahrt kriege ich nie wieder. Danke dafür. Wie gesagt, ich habe dir da nie einen Hehl draus gemacht. Nie. Klar, die erste Zeit war ich pisst, aber ich habe dir ziemlich schnell wieder verziehen. Und jetzt, wo ich einfach nur eine Aussprache will, wo ich manche Sachen geklärt haben will, gehst du einfach? Lässt mich im Regen stehen wie einen nassen Pudel? So. Eins sage ich noch. Sollte das Video dich erreichen, was ich hoffe, dann bitte, liebe Lea, antworte mir. Wir können das sehr, sehr gerne in Ruhe klären. Es würde mich sogar sehr freuen, wenn wir das in Ruhe klären könnten. Und ja, wie gesagt, ich bin einfach nur etwas pisst und auch noch ein bisschen traurig. Aber mir wäre das super, super lieb, wenn du das irgendwie einrichten könntest. Von mir aus auch mit deinem neuen Freund, sofern du einen hast, dass er auch gern dabei ist beim Gespräch. Und wir hören uns hoffentlich nochmal. Wenn es auch das letzte Gespräch ist, so nehme ich es in Kauf. Lass mich bitte nicht im Dunkeln tappeln. Weil das ist genau eine Sache, die ich partout nicht leiden kann. Und das weißt du. Okay, dann sage ich nochmal vielen Dank und tschüss.